Und damit bleiben wir bei diesem Thema noch etwas näher und schauen bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Attila Azrak. Sie arbeiten als freier Journalist unter anderem für die türkische Redaktion des WDR-Hörfunksenders Cosmo. Sie sind aber auch Vorstandsmitglied des Bundes türkischer Journalisten in Europa e.V. Sie kümmern sich um die Belange von türkischen Journalisten in Europa. So ist das. Also es gibt ja, es gab auch sehr, sehr, sehr viele Medien in Europa in türkischer Sprache, die ja auch geschlossen wurden in den letzten Jahren. Da haben wir uns ein bisschen um die Kollegen gekümmert. Und natürlich sind wir auch offen für Kollegen, die aus der Türkei jetzt ins Exil nach Deutschland oder nach Europa kommen. Also Ansprechpartner. Und weil Sie es angesprochen haben, greife ich das auf. Es sind seit dem Putsch vor einem Jahr, dem vermeintlichen Putsch, der ja zugeordnet wird von Recep Tayyip Erdogan, der Gülen-Bewegung. Seit diesem Putsch sind, ich lese das hier noch mal kurz ab, über 150 Medienhäuser in der Türkei geschlossen worden und mehr als 160 Journalisten verhaftet. Ich habe heute irgendwo gehört, es gibt in keinem Land der Welt mehr Journalisten in Haft als in der Türkei. Warum ist das so aus Ihrer Sicht? Die freie Meinung wird unterdrückt. Also man hat eben die freie Meinung wird unterdrückt. Das ist ganz, ganz einfach. Man möchte auch ein Exempel statuieren, indem man Journalisten ins Gefängnis wirft, ohne Anklage lange dort drin schmoren lässt. Und dann eben auch beispielsweise, wenn die Hofgang haben, kommen sie in einen Hof, wo die Wände so hoch sind und dann auch noch mal nach 8 Metern noch mal ein Zaun anfängt, sodass man wirklich die Minuten zählen muss, dass jeder 3 Minuten in der Sonne stehen kann beispielsweise. Das dient der Abschreckung. Also macht das nicht mehr, macht keine Äußerungen mehr über den Staatspräsidenten, macht keine Äußerungen mehr, schreibt nichts mehr Schlechtes über die Türkei, sondern lobt den Staatspräsidenten, lobt sein Programm und dann geht es euch auch gut. Was Sie implizieren mit Ihren Aussagen ist eindeutig, nämlich, dass all das geschieht auf Anordnung von Recep Tayyip Erdogan. Natürlich, natürlich. Da kann man Sie sagen natürlich, viele würden sagen, das ist eine einseitige Sicht. Man kann davon ausgehen, er hat ja eine sehr große Beraterarmee hinter sich stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Beraterarmee unter anderem auch Goebbels Tagebücher gelesen hat, Goebbels Reden gelesen hat und auch sich so verhält, eben auch als Redenschreiber sehr oft eben solche Sachen in die Reden schreiben, dass man weiß, dass Journalisten deswegen ins Gefängnis kommen. Er sagt beispielsweise über Deniz Yücel, diesen Terroristen wird nicht freigelassen, solange ich im Amt bin. Über den deutschen Weltkorrespondenten. Über den deutschen Weltkorrespondenten in Istanbul, der jetzt verhaftet ist. Ja, und da kann man ja sehen, wie er eigentlich die Justiz hier beeinflussen möchte. Oder beeinflusst auch überhaupt. Ich frage mal ganz naiv. Ist das denn klug? Weil wir reden ja von einer Türkei, in der in den letzten Jahren jedes Jahr mehrere Millionen Deutsche beispielsweise Urlaub gemacht haben. Ein Land, deren Menschen von vielen Deutschen, die dort Urlaub machen, sicherlich als sehr gastfreundlich, als sehr offen wahrgenommen wird. Andererseits aber laut der Liste von Reporter ohne Grenzen die Türkei jetzt abgerutscht ist auf Rang 155 hinter Weißrussland oder Russland. Kann das klug sein? Herr Erdogan muss doch irgendwann auch mitbekommen, dass da im Rest Europas eine ganz klare Sicht auf die Türkei herrscht. Ich glaube, Recep Tayyip Erdogan spielt sehr stark mit der Innenpolitik in dem Bereich. Nach innen ist er der unanfechtbare Führer der Türken. Es ist ja auch dieser Spruch, ein Führer, ein Land, ein Volk, eine Sprache. Das ist genau das Problem. In der Türkei wird er von, ich würde mal sagen, um die 50% der Wähler wird er als der Führer, unser Weltführer angesehen. Und da ist es natürlich auch schwierig, dem entgegenzutreten, weil man weiß, er hat schon eine ganz große Menge von Leuten hinter sich stehen. Wobei die auch eigentlich nur wegen des wirtschaftlichen Erfolges hinter ihm steht, weil sie davon profitiert haben kurzfristig oder mittelfristig. Momentan steckt die türkische Regierung und eben der Staatspräsident sehr viel Geld in die türkische Wirtschaft. Das wird irgendwann mal enden müssen und dann werden wir weitersehen. Vielen, vielen Dank, Attila Azrak, dass Sie hier bei uns waren, Türkei-Experte, selbst freier Journalist und ein Vorstandsmitglied des Bundes türkischer Journalisten Europa. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke.